Vielen herzlichen Dank für Ihren Vortrag. Von Barcelona gehen wir jetzt direkt weiter und wieder zurück nach Deutschland, nach Lübeck. Ganz konkret sprechen wir jetzt über Sensoren, die die Sicherheit in der Stadt erhöhen. Und zwar dadurch, dass sie den Weg frei machen für Einsatzkräfte, damit sie genau dorthin kommen, wo sie sein müssen, wenn denn Not am Mann ist oder an der Frau. So, ich freue mich jetzt auf die nächsten zwei Sprecher und Sprecherinnen. Und zwar bitte ich auf die Bühne Dr. Stefan Evans, Chief Digital Officer der Hansestadt Lübeck, und Sabrina Wehret, Abteilungsleiterin für Smart City bei der Hansestadt Lübeck ebenfalls. Ja, schönen guten Tag zusammen. Wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen. Ich will vielleicht zum Beginn zwei, drei Worte verlieren über Lübeck, die Stadt des Marzipan, die Stadt des Holstentors, Sie kennen sie alle. Wir haben eine lange Tradition und bei uns in unserer Stadt ein UNESCO-Weltkulturerbe, damit auch enge Straßen. Und genau da setzt eigentlich unser Problem an, und Sabrina wird sozusagen so ein bisschen auf die strategische Ebene gehen und ich werde dann nochmal das Projekt vorstellen. Ja, vielen Dank für die Einleitung. Wie machen wir das eigentlich? Wir gucken uns die Probleme an, die wirklich existieren. Das heißt, im Mittelpunkt steht ein Problem und wir haben das Problem der Feuerwehrleute uns etwas näher betrachtet. Ich habe ein kleines Modell mitgebracht. Man sieht es hier so, das kleine Männchen, was da sitzt und lächelt. Aber tatsächlich in Lübeck sind die Straßen klein und das Lächeln ist nicht so da. Das ist sehr große Anspannung. Das Feuerwehrauto ist digital bis zum geht nicht mehr, aber trotzdem ist die Anspannung des Feuerwehrmenschen da. Und deswegen haben wir gesagt, wie können wir ihm helfen, seine Themen besser zu gestalten. Das Beispiel zeigen wir gleich. Wir stellen es dar, wir nutzen das, indem wir mit den Leuten sprechen und holen die Entsorgungsbetriebe auch dazu und sagen, hey, Großfahrzeuge, interessiert euch das nicht auch? Und so haben wir eine konkrete Problemstellung, gucken, wie wir Daten dazu nutzen können, dieses Problem zu lösen, stellen es dar, nutzen es und gehen weiter. Und das ist der Kern von allen Themenfeldern, die wir in Lübeck in der digitalen Strategie bearbeiten. Im Mittelpunkt ist die Lebensqualität zu steigern und die Bedürfnisfelder, also der Mensch will wohnen, er will seine Freizeit gestalten, die wollen wir stärken. Und das machen wir mit den Voraussetzungen, die im äußeren Kreis sind, nämlich Thema Daten. Genau, also Daten. Und strategisch, hat er ja gerade schon angesprochen, wir wollen die Datenkompetenz steigern, wir wollen sensibilisieren, wie nehmen wir Daten auf, wie fühlt sich das an, und ja, Maßnahmen machen, priorisieren, Sicherheit in den Vordergrund stellen. Dafür haben wir ganz viel Gehirnschmalz reingesteckt, wie dann so ein Datum durch die Stadtverwaltung läuft, bis es dann endlich ankommt. Und im Detail könnt ihr das gleich gerne bei unserem Stand anschauen. Aber konkreter wollen wir gleich das Projekt vorstellen. Ja, aber es gibt einen Open Data Koordinator, einen Open Data Manager, einzelne Fachbereiche, die diese Daten dann zur Verfügung stellen, damit sie nutzbar werden, damit man davon Vorteile hat. Und das Ganze stellen wir über unser Open Data Portal zur Verfügung. Das heißt, unsere Smart City Plattform, da werden die Daten angeschlossen und dann je nach Use Case, in unserem Fall die Feuerwehr, in einem Feuerwehr-Dashboard dann auch angezeigt oder in anderen Dashboards fürs Ordnungsamt oder sonstige andere Einheiten. Genau. Aber jetzt ganz konkret, wir wollten ja kreuzungsfrei zeigen, wie wir dazu gekommen sind und was das so bedeutet. Stefan, magst du? Ja, danke, Sabrina. Also du hast ein bisschen jetzt den groben Rahmen gegeben. Ich habe es gerade schon mal angedeutet. Wir sind UNESCO-Weltkulturerbe. Unsere Altstadtinsel ist komplett UNESCO-Weltkulturerbe. Und damit haben wir sehr, sehr viele enge Straßen. Der Parkraum, wissen wir, einmal drücken. Wissen wir auch sozusagen, der Parkraum wird nicht mehr, die Autos, die wir in der Stadt haben, aber schon. Heutzutage will nahezu jeder ein Auto haben und das ist genau das Problem, wo unsere Lösung dann ansetzt. Wir haben einen großen Mobilitätsworkshop gemacht bei uns, haben alle, die mit irgendwie mit Mobilität zusammenhängen, haben wir zusammengetrommelt, und dann hat es tatsächlich im November 2022 nur 2 Wochen gedauert, bis man sich in der Verwaltung einig war, hey, wir haben hier ein Problem mit großen Autos, mit großen Fahrzeugen, sei es Feuerwehrfahrzeuge oder eben der Entsorgungsbetriebe. Da war das Hauptproblem, dass man um die engen Kreuzungen nicht rumkam, weil Bürgerinnen und Bürger aus der Not herausgeboren in den Kreuzungsbereichen geparkt haben und damit den Wendekreis extrem verkleinert haben. Vielleicht noch ein paar Zahlen, ganz kurz. Ja. Also wir haben 220.000 Menschen und 120.000 Autos. Mhm.
Ja, das bedeutet, jeder Erwachsene hat quasi ein Auto, welches irgendwo auf einer kleinen historischen Altstadtinsel und in Lübeck in den Flächen parkt, im öffentlichen Raum. Und da ist die Not natürlich halt auf beiden Seiten sehr groß. Genau, danke für die Ergänzung, Sabrina. Das Problem, was wir haben, ist, dass die Feuerwehr im Zweifelsfall nicht durchkommt. Und dann hat die Feuerwehr eine Option, entweder sie rammt das Fahrzeug weg, sozusagen, und das zieht aber jede Menge Papierkram nach sich und ist extrem aufwendig dann in der Nachbereitung. Es ist möglich, aber das wird sehr, sehr selten gemacht. Die andere Option ist, ein neuer Löschzug wird losgeschickt von einer Leitstelle, die einen anderen Weg nimmt. Und da haben wir gesagt, dieses Problem müssen wir lösen und das haben wir mit Sensorik gemacht. Das heißt, wir haben LoRaWAN flächendeckend in unserer ganzen Stadt und haben dann in den Kreuzungsbereichen, die kritisch sind, die wir dann begangen haben, haben wir diese Sensorik verklebt. Die wird also einfach auf dem Asphalt aufgebracht und sendet dann alle paar Minuten den Status, ob ein Fahrzeug sozusagen über dem Sensor steht oder nicht. Und das Ganze fließt in unsere Smart City Plattform, die wir mit unseren Stadtwerken aufgebaut haben, ein und kann dann von da aus ans Ordnungsamt übermittelt werden. Jetzt hatten wir immer am Anfang das Problem, dass wir gesagt haben, man sieht das hier so ein bisschen auf den Bildern auch, wie eng das ist. Aber wir hatten am Anfang das Problem, dass wir die Sorge hatten, was sagt denn die Bevölkerung dazu? Immer wenn Stadt sozusagen darüber redet, wie kann Verkehrsraum freigemacht werden, steht immer oft im Raum, wir wollen damit nur Geld verdienen und wir wollen das Stadtsäckel aufbessern und so weiter. Und deswegen haben wir eine große Kommunikationskampagne gestartet, wo Lübecker Bürgerinnen und Bürger sich bereit erklärt haben, anderen Lübecker Bürgern die Smart City zu erklären und genau dieses Projekt auch zu erklären. Wir haben hier ein Video für Sie mitgebracht. Das ist Teil dieser Kommunikationsoffensive und wir schauen uns das einfach mal an. Wir haben da jetzt hier keinen Ton hintergelegt, beziehungsweise keinen Sprechertext, deswegen versuche ich so ein bisschen zu erklären. Also das ist eine echte Straße in Lübeck, wo wir jetzt die Sensoren in unserem Testfeld verbaut haben und das ist tatsächlich live so auch gewesen. Da stehen Autos im Weg, man kommt nicht durch und müsste dann jetzt einen riesen Umweg nehmen mit einem zweiten Löschzug, um zu der Stelle zu kommen. Jetzt 2 Wochen später, was ich sagte, ging nämlich rasend schnell für Verwaltungsverhältnisse. Das wissen Sie alles, wie lange solche Prozesse manchmal gehen können. Jetzt hat die Feuerwehr freie Fahrt, kommt zum Einsatzort, kann die Sicherheit gewährleisten, kann sofort mit dem Löschen beginnen und größere Problematiken können einfach verhindert werden. Man sieht hier das Dashboard, das können Sie auch bei uns am Stand hier im Hub 27 am Stand 405 sehen. Da zeigen wir das nochmal. Wir haben da Autos mitgebracht, wo wir das live demonstrieren können. Und diese Kommunikationsinitiative hat auch dazu beigetragen, dass wir, wenn wir jetzt mit Bürgerinnen und Bürgern sprechen, wenn wir da live vor Ort sind, die finden das gut, dass da Sensorik ist. Aber warum? Weil wir direkt Kommunikation gemacht haben, weil wir direkt darüber informiert haben, wie machen wir das. Und wir haben einfach den Vorteil, dass wir da plastisch auch an ein Problem gehen, wo Bürgerinnen und Bürger auch echt eine Sorge haben. Denn wenn man abends im Bett liegt und man riecht Rauch, dann möchte man, dass die Feuerwehr kommt. Genau. Und das war ein großer Kommunikationsaufwand. Yeah. Vielleicht zu dem Kommunikationsaufwand ganz kurz. Wir haben, wie für die Stadt üblich, eine Pressemitteilung gemacht. Ja, das liegt natürlich nur derjenige, der auch Zeitung liest. So konnten wir nicht alle erreichen. Wir haben noch Flugblätter verteilt, 300 Flugblätter in den Straßen, wo wir diesen Film gedreht haben, weil wir mit dem Feuerwehrauto natürlich mehrfach fahren mussten mit Blaulicht und allem Möglichen und so weiter. Das hat dafür gesorgt, dass wir sehr viel Anfragen hatten von RTL, von NTV, von NDR, also ganz viele Kamerateams, die da waren und die davon berichtet haben, basierend auf der Pressemitteilung, dass wir da unsere Bürger informieren wollten. Und aus diesem Projekt ist, ja, wir haben es in die Bild-Zeitung geschafft. Ja? Da sagt man ja, eine Stadt hat es in die Bild-Zeitung geschafft, ist das jetzt gut, ist das jetzt schlecht?
Also es ist so, die Bild-Zeitung hat unseren Presseartikel 1:1 genommen, hat ihn in die Bild-Zeitung gepackt, was super ist. Ja, also es zeigt genau das, was wir machen wollten, ist 1:1 reingegangen. Plus, die Bild-Zeitung hat Leute befragt. Sie haben Anwohner befragt, sie haben ansässige Bäckereifachverkäuferinnen gefragt und einen, der da gerade geparkt hat, wie die das denn so finden. Und durchweg waren es positive Beispiele, die in diesem Artikel dann da waren, weil die Leute halt wirklich Sicherheit in den Fokus gestellt haben. Und sie sind auch extra gelb, damit man sie wirklich sieht. Also wir wollten keinen zusätzlichen Verkehrsschilder aufstellen, um noch mehr Schilderwald zu bringen, sondern wir wollten die Awareness schaffen, dass mit einfacher Technik Dinge halt einfach gelöst werden können. Um vielleicht noch so ein bisschen zu ergänzen, wir haben bewusst den Prozess so gewählt, dass wir Bürgerinnen und Bürger darüber aktiv informieren, was passiert da. Aber wir wissen natürlich auch, dass Parkraum eng ist und dass der begrenzt ist. Und deswegen wartet kein Ordnungsamtsmitarbeiter hinter einem Busch und ist sofort da, wenn jemand auf dem Parksensor parkt. Sondern wir haben da verschiedene Alarmstufen, verschiedene Warnstufen, die dann unterschiedliche Trigger auslösen. Damit man auch mal kurz halten kann, jemand einsteigen kann, damit man mal kurz was ausladen kann, was im Auto ist, bevor dann überhaupt das Ordnungsamt informiert wird. Und die kommen dann ja erst und bewerten die Situation, machen im Zweifelsfall eine Halterfeststellung oder schleppen dann eben auch ab, wenn eine Gefahrensituation aus dem parkenden Auto eben erwächst. Genau. Wer sich noch erinnert an den Kreis zum Anfang, wir haben ja gesagt, wir haben eine Problemstellung. Wir haben jetzt den kleinen Feuerwehrmann, der hier drin sitzt, dem haben wir versucht zu helfen oder dem von den Entsorgungsbetrieben. Und jetzt geht es ja um den Bürger. Also wir haben ja Parkflächen weggenommen und jetzt kommt das nächste Projekt. Also das heißt, wo sind freie Parkflächen, wo können wir Parkraum optimieren? Und auf den Schritten dahin ist jetzt das nächste Thema digitale Parkausweise, Ausweisen von Parkflächen und ein Projekt, was wir starten wollen über Parkplatzoptimierung mit autonomen Fahren in Kombination. Einfach um die 120.000 Fahrzeuge, die da stehen, mit den leeren Parkflächen, die auch da sind, zueinander zu bringen. Weil was wir auch nachweisen können, ist halt mit Hilfe von Daten an diesem Beispiel, dass viele Parkflächen da sind, die nicht ausgelastet sind. Gerade zu der Zeit, wann Bürger parken. Weil wann parken sie? Wir können es mit den Sensordaten sehen, von 22 Uhr bis 6 Uhr morgens. Ja, also genau die Zeit, wann das Ordnungsamt nicht arbeitet. Und um diese Awareness zu schaffen, dass auch nachts Feuer sein kann und nachts auch jemand einen Herzinfarkt haben kann, haben wir eine Blaulichtaktion nachts auch getrieben. Ja, also wir sind nachts mit Blaulicht gefahren und dann kamen dann auch die Ersten und haben realisiert, okay, nachts können auch Einsätze sein, wo Leben gefährdet ist, dass man da nicht parkt. Und der nächste Schritt ist jetzt, wie gesagt, Parkplatzmanagement zu machen mit den Bürgern. Seid ihr damit fein, Parkflächen zu nutzen, die ein bisschen weiter weg sind, aber dafür sicher zu stehen? Und so geht es halt kleine Projekte um diesen Punkt, konkretes Projekt, was einen Schmerz löst, zu gucken, wie können Daten helfen, diese nutzbar machen, mit den Experten und Expertinnen zusammen besprechen, gucken, was kann noch reflektiert werden, also was brauchen wir noch an zusätzlichen Daten und Informationen, uns dann optimieren und einen Haken dran machen und sagen, okay, dem Feuerwehrmann ist geholfen. Und das machen wir jetzt weiter, ne? Das machen wir weiter und bauen das auch aus. Denkbar ist das zum Beispiel auch vor Schulen, um Elterntaxis so ein bisschen besser steuern zu können oder an Zebrastreifen. Bushaltestellen, Zebrastreifen, wo Kinder über die Straße gehen, dass die nicht zugeparkt sind, dass da Sicherheit gewährleistet ist. Genau. Also das heißt, viele Ideen, die da sind, wichtig halt ist immer der Austausch. Ja, also viele Leute können sich nicht vorstellen, was man halt mit Sensorik und mit Smart City und so weiter machen kann, weil Henry Ford hat das mal gesagt, ja, der ist zu Leuten gegangen und hat gesagt, was, wenn ihr was wünschen könnt, was würdet ihr euch vorstellen? Er hat gesagt, ja, ein schnelleres Pferd. Ja, also da ist keiner auf die Idee gekommen, sich ein Auto vorzustellen. Und so ist es halt, die Leute sollen sich auch nicht technologisch irgendwas vorstellen, sondern sagen, wo ist der Schmerz, wo ist das Problem? Und wir versuchen, die Experten in der Stadt zu vernetzen, die dann eine Lösung schaffen für dieses Problem, möglichst smart und möglichst schnell. Also wie Stefan schon gerade gesagt hat, wir haben montags das Meeting gehabt, ob das ein Thema ist, was man lösen kann. Dann haben sie direkt 7 Kreuzungen definiert, wo sich alle einig waren von allen Leitstellen, die Brennpunkte sind, wo es nicht geht. Und Freitag war die Begehung mit dem Feuerwehrwagen. Also das heißt, auch in der Verwaltung kann es schnell gehen. Und jetzt ist das Projekt ausgerollt. Und wir hatten ja gerade Barcelona auch hier. Ja.
Genau, also die sind auch aufmerksam geworden auf das Projekt und leider sind wir heute in Berlin, oder Gott sei Dank in Berlin, aber parallel ist ja Barcelona auch. Die wollen das auch an Kreuzungen bei sich mit integrieren. Also eine einfache Lösung kann adaptiert werden. Wer mehr Infos möchte, gerne zu uns. Wir haben das Feuerwehrauto, da stehen wir. 405 ist unser, genau. Ist unser Stand und wir laden Sie alle recht herzlich ein, da einmal hinzukommen. Ja, vielen Dank. Wir haben zu danken. Vielen